Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2022. Ja, wir haben ja quasi neu begonnen in der letzten Folge und wir haben uns diese zwei Felder gekauft. Einmal mit Weizen, einmal mit Raps drauf und beide Felder sind erntereif und wir haben nur noch diesen Tag jetzt Zeit, die Felder zu ernten und wir besitzen noch keinen Mähdrescher. Das heißt, wir mieten uns jetzt ein und fangen an, das Feld zu dreschen. Ja, wir haben auch nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir an, nicht ganz so groß. Und es dauert dann zwar wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber müssen ja ein bisschen auch aufs Geld achten. Ich meine, wir könnten uns den noch kaufen, aber ich weiß nicht, ob wir alles haben und ob wir dann noch irgendwas nachkaufen müssen und. Ja. Ich würde gerne dieses Gerät mieten. Kostet zwar auch Geld, aber gut. Schneidwerke, nehmen wir das passende dazu. Drescher kaufen wir uns dann, wenn wir Geld dafür haben. Und dann fahren wir erstmal aufs Feld. Ja, ich habe festgestellt mit den KI-Fahrzeugen, dass wenn man die von A nach B schickt, das funktioniert mit Treckern eigentlich ganz okay, ganz gut. Ja, und wird ja auch noch weiter im Laufe der Zeit dran gearbeitet. Aber mit so großen Treckern, die die komplette Straße fast einnehmen, funktioniert das mit von A nach B fahren nicht ganz so dolle. Also, ja, sollte man nicht machen. Weil es ist schon eine echte Herausforderung mit diesen großen Biestern auf der Straße und das packt die KI halt irgendwie nicht, den KI-Fahrzeugen auszuweichen und die fahren sich dann fest und ja, muss nicht sein. Also fahren wir selber dahin. Ihr seht ja, wie groß das Gerät ist. Und wenn da natürlich ein Fahrzeug entgegenkommt, dann ist es ein bisschen zu eng. Und ich fahre immer noch ohne Lenkrad, wie man wahrscheinlich sieht. Ich hoffe mal, ich habe meinen Trecker jetzt so geparkt, dass wir da dran vorbeikommen. Ich weiß auch gar nicht, ob der für das Schneidwerk einen Hänger hätte. Ich glaube nicht. Ja, da kommen wir dran vorbei, ganz locker. Mit welchem Feld fangen wir an? Ich würde ja fast sagen, wir starten erst mit dem Rapsfeld. Machen unsere Blinklichter wieder aus. Ich würde sagen, ja, wir starten mit dem Raps. Fahren erstmal außen eine Bahn, dass wir dann gescheit wenden können. Und drechen erstmal schön, damit auch wir ein bisschen Geld verdienen können. Ich muss aber sagen, das Spiel sieht schon echt wunderschön aus. Ich liebe die Landschaft. Ich habe mir auch bis jetzt, muss ich ehrlich gesagt sagen, nur diese Map angeschaut bis jetzt. Aber ich finde die so schön idyllisch. So schön. Und ich muss auch irgendwann mal schauen, ob man diese ganzen Bäume auf den Bergen fällen kann. Weil das wäre ja richtig der Hammer, wenn man da Richtung Forstwirtschaft geht und dann an so schwer erreichbaren Stellen Bäume fällen könnte. Würde ich persönlich richtig feiern. Ich weiß ja nicht, ob das so ist. Keine Ahnung. Ich habe mir auch noch nie die Map komplett angeschaut. So. Wir wenden einmal ein bisschen. Was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, dass auf dieser Map die ganzen Grundstücke eingezäunt sind. Also die ganzen Felder. Geht über einen Zaun außenrum. Der hat zwar keine Hitbox, glaube ich. Man kann also drüber fahren. Aber das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Vielleicht ist das bei den anderen Maps ja nicht so. Ich habe mir, wie gesagt, die Maps noch nicht angeschaut. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal am Rand ein paar Runden. Damit wir dann den Rest vom Feld ganz gemütlich dreschen können. Und ja, das kann halt alles ein bisschen länger dauern beim Landwirtschaftssimulator, aber das ist mehr so zum Entspannen gedacht, finde ich.
soll jetzt nicht groß actionreich sein, sondern einfach ein bisschen entspannen, einfach ein bisschen vom Alltag runterholen. Okay, falsches Wort vielleicht für YouTube. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dieses Steuern mit Tastatur ist manchmal echt ein bisschen friemelig. Also mit Lenkrad waren die Vorgänger auch schon richtig cool. Aber wie gesagt, beim Let's Playen ist es so ein bisschen schlecht, wenn du das Lenkrad vor dir hast. Und ich habe ja noch das alte Logitech G25, musste ich gerade nochmal auf die Nummer gucken. Und das brummt halt ziemlich laut beim Einlenken. Ziemlich laut. Ein Kumpel von mir hat das neue G29, glaube ich, ist das. Und das ist so flüsterleise quasi beim Lenken. Als ich das mal ausprobiert habe, war ich hin und weg. Was halt nur ein bisschen doof ist beim neuen G29, glaube ich, wie gesagt, ist es, da ist kein Schaltknauf mit dabei standardmäßig. Muss man sich extra mit dazu kaufen und dann fehlen trotzdem die ganzen Tasten da drauf. Also mein Lenkrad hat ja noch lauter Tasten beim Schaltknauf mit dabei. Und die würden mir fehlen bei der neuen Variante. Bin bei dem Spiel auch mal so hin und her gerissen, ob ich aus der Ego-Perspektive spiele oder aus der Third Person. Ich mag beides persönlich. Ich sehe die Fahrzeuge gern von außen, aber ich finde es halt auch richtig cool, so von innen zu fahren. Das Einzige, was mich bei Landwirtschaftssimulator bis jetzt immer stört, sind die Spiegel. Was ist los mit denen? Da haben sie schon Spiegel eingebaut, die auch wirklich funktionieren, aber die sind so blöd eingestellt und so im Zoom. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Keine Ahnung. So, wir fahren jetzt noch ein, zwei so Runden außenrum. Und dann können wir, denke ich mal, gescheit auf dem Feld wenden und dann fahren wir nur noch hin und zurück. Ich weiß nicht, ob man das in der Realität auch so macht, aber wir machen's. Ich finde, es wird auch Sinn ergeben, wenn man das so macht. Und ich meine, das auch schon so gesehen zu haben. Ich muss auch sagen, diese ganzen Animationen sehen schon in dem Teil nochmal etwas schöner aus. Wie der Raps jetzt quasi in den Drescher reingezogen wird. Ich finde nur, das Unkraut sieht genauso aus wie im letzten Teil. Aber das stört mich eigentlich recht wenig. Wie gesagt, die Map sieht im Großen und Ganzen allgemein so schön aus. Die Fahrzeuge sind so schön liebevoll gestaltet. So viele schöne Details. Und ja, jetzt würde ich ja gerne die Spiegel benutzen, aber ich finde, die sind einfach nicht zu gebrauchen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man die auch irgendwo einstellen in der Option, aber ich habe jetzt noch nicht so genau geschaut. Aber das war bei den letzten Teilen ja auch schon gerne mal ein Problemchen. So, man sollte natürlich auch den Drescher anschalten. Und was ich in der jetzigen Version vom Landwirtschaftssimulator festgestellt habe, ist, dass die KI bei den Feldern manchmal irgendwie ein paar Stellen überspringt. Das war bei den alten Teilen auch nicht so. Ich denke aber mal, das wird auf jeden Fall noch nachgepatcht, weil ich hatte auch gelesen, dass an der KI noch weiterhin gearbeitet wird. Also die wird noch besser. Vielleicht kriegt man ja irgendwann auch das Problem mit den großen Fahrzeugen, also mit den Trechern auf der Straße, dass sie es selber schaffen, von A nach B zu fahren. Vielleicht kriegen die das Problem auch noch in den Griff. Da bin ich eigentlich fast von überzeugt. Irgendwas werden sie sich einfallen lassen. Das machen die schon. Was gibt's halt Schöneres als Freitagabend nach der Arbeit, wenn das Wochenende vor der Tür steht, als Landwirtschaftssimulator ganz gemütlich im warmen Wohnzimmer zu zocken. Mir fällt nicht viel ein. Ich muss halt auch sagen, dass der Landwirtschaftssimulator 22 auf höchsten Einstellungen bei mir extrem gut läuft. Also wenige bis gar keine Nachladeruckler.
Es läuft alles extrem flüssig und es sieht super aus. Wir müssen auch, glaube ich, bald mal unseren Hänger herschaffen. Und da können wir dann auch mal die KI quasi ausprobieren. Wir müssen nur den Hänger ankuppeln und dann müssen wir dem Fahrzeug sagen, fahr den jetzt zu dem Feld. Und dann sollte das funktionieren, dass der hier eigenständig hergefahren kommt. Wir haben 4280 Liter an Körner geladen. Das heißt, wir fahren jetzt noch einmal Richtung den Gebäuden. Dann switchen wir erstmal kurz zu unserem Trecker und holen dann den Hänger her, beziehungsweise lassen den Hänger herfahren. Damit ihr auch mal seht, wie die KI arbeitet. So, unser Drescher ist voll. Ich habe es leider ein bisschen spät gemerkt. Ja, wir fahren mal so hin, dass wir dann mit dem Hänger quasi daneben fahren können. So. Ich finde es halt auch schön, dass die Steuerung so geblieben ist vom letzten Teil. Also die ganzen Tastenbefehle sind quasi gleich geblieben. So, wir schalten mal den Motor aus. Bisschen Sprit sparen. Und ja, wir fahren mit dem Trecker am besten. Schalten den an. Gucken in unsere komischen Spiegel. Und sehen nichts, weswegen wir in die Außenansicht wechseln. Und fahren dann los. Ja, vielleicht wisst ihr, ob man die Spiegel einstellen kann irgendwie. Weil so finde ich die wenig hilfreich. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ah, wir können ja auch hier reinfahren. So. Wo ist unser Hänger? Da ist er doch. Ja, ich habe da leider mit diesem Hänger immer ein bisschen das Problemchen, dass ich nicht rückwärts fahren kann damit. Ich habe es schon so oft probiert, ich komme da irgendwie immer... Keine Ahnung. Ja, so kleine Strecken gehen so ein paar Meter, aber dann irgendwann... Es ist einfach zu viel für mich. Ich kann mit großen LKW-Anhängern problemlos rückwärts fahren, aber nicht mit so einer... Konstruktion vom Hänger. Oh, ich liebe diesen Sound. Also da hat sich meiner Meinung nach zum letzten Teil hin auch richtig viel getan. Achso, ich wollte ja eigentlich die KI herfahren lassen. Habe ich ja wieder gut verbockt. Ja, wir lassen dann die KI, wenn ich dran denke, mal zum Silo fahren. So, natürlich müssen wir jetzt den Drescher wieder einschalten. Weil sonst tut sich da nichts. Und ja, das ist auch noch so ein kleiner Grafikbug, würde ich sagen. Das, ihr seht's. Aber alles in allem... Release von Landwirtschaftssimulator eigentlich top gelaufen, weil wenig Problemchen oder so Grafikbugs vorhanden sind. Und sonst läuft es eigentlich. Also ich habe jetzt noch keine größeren Probleme feststellen können. Das Einzige, was nicht läuft seit Tagen, ist nachmittags bzw. abends so 5, 6 Uhr oder später sind die Multiplayer-Server. Ich hätte gerne mit meiner Freundin zusammen gespielt, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Das ist noch ein bisschen überlastetes System. So, der Hänger ist jetzt quasi nur 61% voll, aber ich wollte euch ja mal die KI zeigen. Ich hoffe, das klappt auch vom Feld aus, dass
die da dann, ups, den Weg nach Hause findet. Wir schauen gerade mal. Ist natürlich falsch. Da muss ich hin. Und jetzt wählen wir quasi das Fahrzeug aus und wählen aus Job erstellen. Und man kann dann liefern, laden und liefern. Ich habe aber noch nie ausprobiert, ob man auch das eigene Silo quasi zum Entladen auswählen kann. Das wäre dann quasi das. Oder kann man das auch einfach... Ich weiß es nicht. Jedenfalls... Ich weiß nicht, was passiert bei Wiederholen, Nicht-Wiederholen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es auch mit dem Liefern lassen ans Silo noch nicht ausprobiert. Ich denke aber mal, dass vom Namen her müsste das unsere... Sie müssten das unsere Silos sein. Wir probieren es einfach mal aus. Schauen mal, wo der Kollege hinfährt. Kann sein, dass er ein bisschen überfordert ist. Aber der fährt natürlich einfach locker über den Zaun und auf die Straße und fährt davon. Das funktioniert jedenfalls schon mal. Okay, wir versuchen mal nicht den Baum zu rammen. Dann ist halt cool, dass unsere Kollegen jetzt auch so Lieferaufgaben übernehmen. Wir müssen nur mal im Auge behalten, ob er wirklich zu uns fährt. Es kann jetzt natürlich sein, dass weil wir Wiederholen, glaube ich, ausgewählt hatten, dass er dann zurückgefahren kommt, wartet auf die nächste Lieferung und fährt dann wieder hin. Das wäre natürlich auch klasse, weil dann bräuchte man nicht ständig neu auswählen, was der Kollege machen soll. So, ich würde sagen, nachdem wir dann diese Runde beendet haben, können wir eigentlich bei dem Feld einfach hin und zurück fahren, weil wir können ja dann eigentlich auf dem Feld wenden. Ohne Probleme. Wir müssen uns halt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Können ja gerade mal, während wir da fahren, schauen, was unser KI-Helfer macht. Okay, er fährt ein bisschen gruselig übers Feld. Ich würde gern einfach mal hinwechseln. Und wir schauen einfach mal, was er macht. Okay, er ist schon mal auf unserem Grundstück angekommen, nachdem er den Berg erklommen hat. Und ich bin mal gespannt, ob er jetzt... Ja, sieht gut aus. So würde ich auch anfahren. Das sieht echt gut aus. Ja... Es scheint zu funktionieren. Ich bin mal gespannt, ob er dann zum Feld zurückgefahren kommt. Also wäre ja richtig praktisch und cool, wenn das funktionieren würde. An den alten Teilen ist man ja stellenweise wirklich... Also ich habe meistens die Helfer dreschen lassen und bin mit meinem Trecker hin und her gefahren. War halt ein bisschen langweilig mit der Zeit. Aber wie gesagt, Landwirtschaftssimulator ist eh so ein bisschen was zum Entspannen, finde ich. Und... Ja, wir schauen jetzt mal, was der Kollege macht. Ich finde auch den Ton von dem Hänger richtig cool, dass man diese Spannung vom Metall hört. So, er fährt auf jeden Fall. Ich könnte mir echt denken, dass der jetzt gerne zurückfahren würde, aber vielleicht ist er auch ein bisschen überfordert. Es scheint fast so. Okay, er hat Dinge gemacht. Ich glaube, er ist ein bisschen überfordert. Na gut, ist aber kein Problem. Wie gesagt, KI wird noch dran gearbeitet. Wir können ja ihn einfach jetzt... beziehungsweise ich würde gerne... Er wartet auf Befüllung. Es kann natürlich sein, dass der jetzt wartet, bis der Drescher auf 100% ist. Und dass er dann erst hingefahren kommt. Das kann natürlich sein. Wobei ich es komisch finde, dass er jetzt schon die Schutzplane runtergenommen hat.
Ich will gerade mal die Sachen ausstellen, dass die KI nicht ständig Sprit kauft und so Sachen. Wir können ihn ja einfach mal warten lassen, lassen ihn bezahlen. Fürs Warten, also er kriegt Geld dafür. Wir schauen mal, was passiert, wenn unser Trecher voll ist. Ich hoffe, wir schaffen den Trecher jetzt voll. Und dann gucken wir mal, ob er angefahren kommt oder nicht. Natürlich wäre es praktischer, er würde gleich direkt danach zurückfahren. Oder wir können auch den Job nochmal abbrechen lassen, ihn herfahren und vielleicht können wir auswählen, dass er hier befüllt werden soll. Das können wir gleich mal nachschauen. Weil das finde ich gerade doch ein bisschen merkwürdig. Ja, anscheinend hat der Helfer aufgegeben, oder hat er nicht? Keine Ahnung. Wir gehen noch mal in die Option, sagen Job erstellen, Ladestation. Man kann quasi, okay, er könnte jetzt quasi bei dem Silo sich auffüllen und könnte dann irgendwo entladen fahren. Okay. Okay, wir können ihn nicht zum Feld schicken und dann lädt er da. Also wir können ihn aber mit freier Fahrt quasi hinschicken. Schicken wir ihn einfach mal hier aufs Feld, sagen Zielrichtung so, und sagen Job starten. Und dann müsste er sich wieder auf den Weg zu uns machen. Gut, ich würde jetzt sagen, wir warten noch, bis der Kollege wieder da ist und dann würde ich die Folge erstmal beenden. Weil ich glaube, die Folge geht jetzt lang genug. Ich muss ja auch irgendwie Zeit finden, das Video hochzuladen. Ja, mach mal heimlich ein paar Screenshots. Heimlich ist eine andere Sache, weil das Spiegel ruckelt leider, wenn ich einen Screenshot mache. Aber kein Problem, oder? Ich hoffe mal, unser Kollege findet den Weg hierher. Helfer G wird durch ein Objekt blockiert. Ja, ich glaube, ich habe die Helfer ein bisschen früh gelobt. Nein, Quatsch. Ja. Ist halt auch einen komplizierten Weg gefahren. So, Job erstellen. Wir sagen wieder freie Fahrt, Zielposition, Job starten. Das ist quasi noch gespeichert. Können wir einfach wieder starten. Und wir können jetzt einfach hier wenden und dann fahren wir die lange Strecke hin und zurück. Das ist meiner Meinung nach wirtschaftlicher, als wenn wir dann ständig am Wenden sind. Und da vorne, ihr seht ihn schon, kommt endlich unser Kollege wieder zurück. Und er müsste dann auch theoretisch aufs Feld drauf fahren und sich vorne an die Ecke stellen. Da hatten wir die Zielposition markiert quasi. Er fährt schon mal in den Feldweg rein und aufs Feld drauf. Sehr schön. Klar, hier und da macht die KI noch Problemchen, aber so im Großen und Ganzen ist es schon eine große Hilfe, muss man echt sagen. Gut, unser Kollege ist angekommen. Dann würde ich sagen, schalten wir den Trecher aus. Und der Trecker ist schon aus, hat unser lieber Kollege schon ausgestellt. Und dann sehen wir uns in dieser wunderschönen Landschaft in der nächsten Folge wieder. Auf diesem wunderschönen Feld. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.